keine Ahnung, wegen dem Aufnahmeprogramm und so. Also es klappt noch nicht alles ganz so, wie ich es gern hätte. Also das heißt, ich habe schon wieder mitten in der Aufnahme aufgehört und habe weitergemacht, ohne dass ich irgendwas gemerkt habe. Ich habe das Stroh fertig verteilt. Ich habe das Pferd nicht auf die Weide bringen müssen, weil das Wetter schlecht ist. Und ja, jetzt sind wir hier. Also darf ich jetzt Dressur, also das Pferd dressieren. Hat nichts mit Dressing zu tun. Ist jetzt, ja, reiten. Guckt einfach hin. Hi, darf ich mich vorstellen? Ich bin Patrick und werde dir die Grundlagen der Dressur beibringen. Um deinem Pferd einen Befehl zu erteilen, brauchst du nur die linke und rechte Pfeiltaste. Ja, schön. Auf dem oberen Balken erscheint eine Reihe von Pfeilen. Wenn einer der Pfeile über das kleine Ziel in der Mitte läuft, musst du auf die richtige Pfeiltaste drücken, um ihn zu werten. Haben Pfeile Beine, dass die laufen können? Jede Gangart besitzt ihren Pfeilrhythmus. Je mehr Pfeile gewertet werden, desto mehr Punkte erhältst du. Vor allem, wenn sie in einer Reihe sind. Ah ja. Wenn du einen Pfeil verpasst, kann dein Pferd aus dem Tritt kommen. Keine Sorge, das gleichst du aus, indem du zwei Pfeile in Folge wertest. Es gibt auch noch längere Pfeile. Um diese zu werten, musst du die richtige Pfeiltaste so lange gedrückt halten, bis der Pfeil am Ziel vorbei ist. Schließlich erscheinen ab und zu noch andere Felder. Das sind Kontrollpunkte. Sie sollen prüfen, ob du dein Pferd auch wirklich im Griff hast. Um sie zu werten, musst du auf die rechte Steuerungstaste drücken. Bist du bereit? Die Prüfung kann beginnen. Am Ende jeder Figur kannst du die erreichte Note sehen. Nur Mut. Und halte den Rhythmus aufrecht.
Probe abgeschlossen. Glückwunsch. Du scheinst dich mit deinem Pferd gut zu verstehen. Ja. Spielplan wurde gespeichert, Gott sei Dank. Gehen wir in die Bibliothek. Wer keine Bücher mag, sollte jetzt abschalten. Die Bibliothek ist sehr wichtig für deine Ausbildung. Du darfst sie nicht vernachlässigen. Das habe ich schon die letzten 3 Jahre gemerkt, in denen ich dieses Spiel spiele. Diese Bücher geben dir Einblick in die Theorie. Sie werden von den Schülern häufig vernachlässigt, obwohl man dort entscheidende Informationen findet. Ja, die meisten können wahrscheinlich nicht lesen. Wähle zuerst die Bücher, die deinem Niveau entsprechen, denn leider hast du nicht unbegrenzt Zeit zum Lesen. Wie kann ich mir ein Buch ausleihen? Wähle mit den Pfeilen eines der Bücher aus. Jedes Buch kann eine bestimmte Zeit ausgeliehen werden, also achte vorher gut darauf, dass dir noch genug Zeit zur Verfügung steht. Jedes Mal, wenn du ein neues Buch liest, erscheinen Notizen in deinem Notizbuch. Du kannst es im Verlauf des Abenteuers oder während der Pflege des Fohlens jederzeit aufschlagen, indem du die Taste N drückst. Aha. Bedenke jedoch, etwas ins Notizbuch einzutragen, kostet die Hälfte der Lesezeit für das gesamte Buch. Dich in der Umgebung zu bewegen, benutze die Pfeiltasten für den Pfeil nach oben. Mit dem Pfeil nach oben kannst du vorwärts gehen, mit dem Pfeil links und rechts drehst du dich. Wenn du die Umschalttaste dabei gedrückt hältst, beginnst du schnell zu laufen. Ja. Das ist Umschalttaste. Da läuft die nicht viel schneller. Ich nehme gleich erstmal wieder neu auf.